Also ich würde sagen, was Mode angeht, ist das Urteil absolut zentral, weil Sie müssen sagen für sich und dann das natürlich auch begründen können, warum dieses Kleidungsstück schön, interessant, gelungen, witzig ist oder warum nicht. Und wie dieses Moment entsteht, das heißt, das Urteil ist eigentlich in dem, was ich mache, immer mit einer Analyse verbunden. Die Analyse muss sozusagen jetzt nicht nur in moralischen, sondern eigentlich eher in ästhetischen Kriterien erklären, warum dieses Kleidungsstück einfach herausragend, interessant, schön, witzig, hinreißend ist. Ja, also das ist das eine. Und das andere, was Texte angeht, ich würde sagen, auch da ist man gezwungen zu urteilen oder sehe ich mich schon gezwungen zu urteilen? Ich würde sagen, diese Urteile fällt man auch nicht nur als Individuum, sondern die fällt im Prinzip eine ganze Kultur und eine ganze Tradition, weil das, was wir als kanonisch bezeichnen, ja, die Texte, die wir in der Erinnerung behalten möchten, die Texte, die unser Leben ausmachen, die Designer, die unser Schönheitsideal bestimmen. Ja, das sind ja Ausleseprozesse, die immer auf Urteilen beruhen, die man in seinem Leben verschärfen, raffinieren, lernt und diese, die man auch vermitteln lernt und deren Kriterien man versucht, den Leuten beizubringen oder sich mit den Leuten auszutauschen. Und insofern würde ich sagen, ob ich jetzt weiß, dass ich Urteile fälle oder ob ich das tue de facto, das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil wir müssen das, das ist unsere Aufgabe, weil so, das ist das Sieb der Memoria, ja, dass aus allem heraus das, was wir als erhaltenswert ansehen, dass das einfach in seiner Schönheit erhält.